Herzlich willkommen zurück zu Might and Magic 10 Legacy, die Magier. Es gab einen sehr interessanten Einwand, nämlich dass ich die Sachen einfacher an- und ausziehen kann, indem ich einfach rechtsklicke, und das funktioniert auch wirklich hervorragend. Ich bin immer dankbar für solche Tipps, weil ich habe ein Talent, sowas zu übersehen, beziehungsweise das immer umständlich zu machen. Und das Inventarmenü ist noch nicht so toll, wie manche vielleicht gemerkt haben. Manchmal, wenn man was ziehen will, dann zieht man anstatt die Mana-Flasche versehentlich den Kopfschutz. Und so läuft's halt. Punkt 2. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass meine Stimme nicht so toll klingt, wie in den alten Let's Plays. Ja, das ist richtig. Ich habe kein so tolles Mikro, beziehungsweise ich dachte, es sei toll. All aware that these parts are full of brigands, ja, natürlich right? Ist es voll. Von Banditen, weil... das ist hier ein Rauschfilter hat und ich gedacht habe, das ist ja toll. Das muss ja, das muss ja der Brüller sein. Ist es aber nicht. Und Punkt Nummer 3, es gab eine sehr gute Idee, und zwar, warum nicht 4 Magier, aber 4 unterschiedliche? Also beispielsweise ein Ork, Schamane, ein Elfen, Druide, ein Zwergen, Runenpriester und einen menschlichen Magier. Der Trick ist folgender. Natürlich hat man dann den Vorteil, dass man in die ganzen Rassen-Dungeons reinkommt, weil jedes Volk hat offensichtlich ein Dungeon, wo es rein kann. Aber die Idee ist, Punkt 1, wie bei jeder Spezialisierung, dass alle das Gleiche können. Also alle sind auf die gleiche Sache spezialisiert. Das heißt, wenn ich anfange, ich komme an einen Gegner, der gegen Feuermagie anfällig ist, dann können alle mit Feuer draufhauen. Wenn ich an jemanden komme, der mit Luftmagie anfällig ist, dann können alle mit Feuer mit Luft draufhauen. Und der beste Schadensspruch, den ich kenne, ist in primordialen Magie. Und zwar ist das Implosion. Und egal bei welchem Spiel, wenn es Implosion gibt, dann knallt es wirklich. Also ist die Idee, dass ich hier nachher 4 Implosionskanonen sitzen habe, die nichts anderes machen, als zu feuern wie die Verrückten. Wenn wir das jetzt offen, dann wird erfahrungsgemäß hier gleich alles auf dem Weg sein zu uns. Das ist aber nicht das Problem. Wir haben genug Feuerkraft, um hier mit jedem fertig zu werden. Und das soll sogar noch stärker werden. Unser einziges Problem ist, dass wir nicht ganz so viel Mana haben, wie wir gern hätten. Ihr seht, wir machen unglaublich viel kritischen Schaden. Wow. Wir fahren mal besser ein Schild hoch. Die zweite Idee hinter diesen menschlichen Magiern ist folgende. Die menschlichen Magier sind nach meinem Kenntnisstand die einzigen, die das hier erreichen können. Und jetzt kommt der Trick. Wir können 2 von diesen Foki tragen, dank der Meisterfähigkeit. Das heißt, wir kriegen 2-mal den Bonus, hoffe ich, von 30%. Und, och, das haben sie jetzt gedeckelt, das ist schade, weil vorher war der Schaden durch den magischen Fokus nämlich 400% vom normalen Wert. Jetzt sind es nur noch 200%. Es ist die Frage, ob es jetzt noch so toll knallt wie vorher, aber ich hoffe es einfach. Ich habe es ja noch nicht probiert. Wir werden wissen, wenn es soweit ist. Der Wolf tut sein Möglichstes. Something is coming our way. Jetzt würdet ihr sagen, wo ist der große Nachteil dieser Magiertruppe? Ihr seht's hier. Ich bin sehr anfällig für den Mana-Verbrauch. Ich muss sehr viel rasten. So, hervorragend. Der hat jetzt den Schuss verbraucht. Jetzt wird er in Nahkampf gehen und da werden wir ihn einfach wegbraten. So zumindest ist der Plan. Eigentlich müsste diese Armee hier wunderbar funktionieren gegen den Leuchtturm, weil da ja die ganzen Wasserviecher rumsitzen. Aber auch hier, so wie es aussieht, machen wir unseren Job ganz gut. Das war nicht nett. Das Tolle an diesem magischen Schaden ist, meiner Meinung nach, an diesen Foki, ist, dass die immer treffen. Natürlich kann man blocken. Aber zumindest gibt es keinen daneben. Und das, finde ich, ist schon mal gar nicht schlecht. Wir haben einen Riesenhaufen Geld, das wird sich gleich ändern, sobald wir Sprüche kaufen gehen. Weil Sprüche kosten dermaßen schweinemäßig viel Geld. Also als Beispiel, ein normaler Stufe 1 Spruch kostet uns schon knapp 400 Tacken. Wenn wir das dann noch ausbauen und sagen, okay, wir wollen hier was richtig knallt, dann zahlen wir schon 700 Goldstücke für einen Level 2 Spruch. Und was ein Level 3 Spruch kostet, das möchte ich lieber gar nicht wissen, weil das kann ich wahrscheinlich eh nicht bezahlen. So. Hier waren wir offensichtlich schon überall. Ich glaube, wir gehen als nächstes mal in den Leuchtturm. Leuchtturm klingt gut.
Und dann werden wir mal sehen, wie gut unsere Magie hier wirklich ist. Das kann ein bisschen ein Magier gegen Magierkampf werden, weil hier werden wir natürlich auch auf die ersten feindlichen Magier treffen, nämlich die, oh, sagt mir, wie sie heißen, von den Nagas, die Schlangenversion. Sieht ein bisschen aus wie eine Medusa. Ist natürlich keine, weil die Naga-Typen sind ja eigentlich die Guten, wenn man die Heroes of Might and Magic Geschichte ein bisschen kennt, dann sind das ja eigentlich die Ultra-Guten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Who forgot to take a bath? Ancient ruins, I need something full of treasures, untouched for 5 centuries. Jetzt schauen wir mal, was der kann. My radar sense is tingling. Nicht viel. Du bist Geschichte. So, wenn wir jetzt eins rübergehen. Wow, thanks. Ja, die wird auf uns schießen. Nein! Sie fährt irgendeine Art von Schild hoch. Sorry, niemand kann. Er kann nicht schießen, das ist äußerst bedauerlich. Aber wir. Wundervoll. Einfach wundervoll. Okay. Ja, wir müssen viel rasten. Ja, wir verbrauchen einen Haufen Essen. Aber seien wir ehrlich, wir knallen rein. Wenn ich daran denke, wie schwer das war mit den Schwerttänzern hier am Anfang. Who forgot to take a bath? Das war wirklich nicht immer ein Spaß hier. Great! I needed to hit something. Aber die Typen hier, ich meine, guckt euch das an. Die werden jetzt vielleicht einmal zum Zuschlagen kommen. Deswegen fahren wir besser den Schild hoch. And stay down. Sobald wir ein bisschen besser werden in Feuermagie, wird sich das auch ändern. So, der Typ war hier eingesperrt. Das war ein Attentäter, der den bösen Kultleader töten sollte, den bösen Kultanführer. Den haben wir jetzt gerade freigelassen. Und der könnte uns theoretisch Zweihand-Meisterkampf beibringen. Dafür haben wir aber natürlich aktuell keinerlei Verwendung. So, Perception. Jetzt ist die Frage, ob unser Perception-Wert hoch genug ist. Oh, 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 oh. Das hat wehgetan. Tust du mir einen Gefallen und versuchst es nochmal. Das läuft jetzt gerade nicht berauschend. Das hier ist aber Perception. Na, also geht doch. Ja, ich weiß, ich muss den Wert höher drücken, aber auf der anderen Seite, ich muss irgendwo auch gucken. I'm no expert, but this looks valuable. Ich muss auch irgendwo gucken, dass wir genug Mana haben. Weil der Grund, warum wir so oft rasten müssen, ist, dass wir einfach nicht genug Mana auf der Pfanne haben. So, was ist das? Na, ah, das war natürlich klar. Looks like they smelled us. We forgot to take a bath. Wir hätten natürlich auch irgendwas Brauchbares kriegen können. Die Frage ist, wollen wir... Ja, wir wollen. Wow. Wir machen das wie die Profis. Du kannst den ruhig schützen. Dagegen hilft das gar nicht. So, wundervoll. Wir wissen einfach, wie es geht. War auf der anderen Seite auch was? Ich glaube ja. Wir werden es gleich rausfinden. Wir haben, glaube ich, noch genügend Mana, um... Was kostet einer? 20? Ja, wir haben noch genügend Mana, um einmal Spaß zu haben. So. Okay, yes. Rot ist, wenn es pulst, ist es Widerstand. Wenn es nicht pulst, dann ist es ein Attributsbonus permanenter Natur. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? Das ist hervorragend. Okay, wir machen das, was wir festen können. Wir braten sie vom Feld. So. Irgendwas tief in meinem Innern sagt mir, dass ich euch nicht damit kommen muss mit Wasser bzw. Eis, weil ihr dagegen wahrscheinlich immun seid.
So. And stay down. Ja, wir haben eine Fernwaffe. Ich hätte fast. Oh, wir machen ja Schaden. Du glaubst es nicht. Stay down. Immer wenn du denkst, bringt eh nichts der Mist, machst du 21 Schaden plus 5 oder plus 3. Ja, okay, es war kritisch. Aber trotzdem. Schaden ist Schaden, kritisch oder nicht, es zählt. Und also wir räumen ja ab, das ist ja die wahre Pracht. Wir räumen ab, es ist die wahre Pracht. Die Frage ist, was passiert, wenn wir an Gegner kommen, die so zahlreich sind, dass wir vom Mana her nicht mehr hinkommen. Das ist das Einzige, wo ich mir bei den Magiern ein bisschen Sorgen mache. Who forgot to take a bath? Okay, der ist dummerweise außer Reichweite. Ich frage mich, ob wir die Reichweite irgendwann mal ein bisschen steigern können. Great. I need something to hit. Weil in der Theorie ist es ja so, dass der Spruch stärker wird. Das heißt, die Frage ist, wird er nur stärker quasi im Schadenspotenzial oder wird er auch stärker in der Reichweite? Na, du bist crazy. Oh, 155 Schaden. Wundervoll. Ach, es ist so eine Freude, euch bei der Arbeit zu sehen. So. Lieber öfter rasten ist günstiger als Mana Potions kaufen. Die Frage ist, können wir den jetzt vielleicht sogar mit unseren normalen Waffen umlegen? Wie haben wir denn gerade 26 Schaden gemacht? Ach so, natürlich, du trägst ja sogar eine legendäre Waffe. Du bist ja der absolute Killer. Oh oh. Ja, das könnte gefährlich werden. Kommt drauf an. Oh, es sind zwei. Ja, und dumm wie wir sind, splitten wir jetzt natürlich unser Feuer. And stay down. So. Sorry, no can do. Wundervoll. Noch einmal. Vielleicht kriegen wir noch genügend zusammen, um noch einen Stufenanstieg abstauben zu können. Das wäre natürlich wundervoll. I needed to hit something. Nee, sieht nicht so aus. Einer wird nicht reichen. Erfahrungsgemäß, einer wird nicht reichen. Der hält aber nicht schlecht aus. And stay down. Ah, okay. My skill is improving. Wundervoll, wir haben, was wir wollen. Das heißt, vorsichtig gesagt, wir ziehen den Schwanz ein und ziehen uns zurück. Lauf! Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Versuchen wir unser Perception- bzw. Stärkewert hochzudrücken, damit wir die Fallen einfacher und die Geheimnisse einfacher entschärfen können? Oder denken wir mit Blick auf unsere Mana und unsere Zauberkraft eher ein bisschen an Magie und Spirit, Geisteskraft? Das ist jetzt natürlich die Frage. Also ich sag mal ein hier und ein da und ein hier und ein da. Das sieht gut aus in meinen Augen. Ich sag mal ein hier, ein hier, ein hier und ein hier. Man soll es ja nicht übertreiben. So. Sehr schön. Mehr Mana ist immer hilfreich und du brauchst dringend mehr Mana. Sehr schön, sehr schön. Was bringt das hier eigentlich? Gar nichts uns. Also ich meine, da können wir auch gerade mal drauf verzichten. So, jetzt hier, ja. Feuermagie haben wir im Anschlag, das ist gut. Luftmagie wäre ein Spaß wert. Aber ich glaube, wir gehen mal hier drauf. Weil
ich möchte natürlich mit jedem von euch so schnell wie möglich den Meister haben in dem Bereich. Die hat noch einen Punkt. Jetzt hätte ich, wenn ich natürlich ein cleverer Mensch gewesen wäre, was ich natürlich nicht war, dann hätte ich hier noch einen Punkt ausgegeben für Crossbow bei den anderen. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Das war natürlich blöde. Okay, aber dann geben wir hier mal einen Punkt da aus. Und dann gehen wir mal trainieren und Geld auf den Kopf hauen. Wir könnten uns theoretisch unsere ersten Flächenzauber kaufen im Feuerbereich, so quasi ein bisschen in die Richtung Massenvernichtung, in der Hoffnung, dass wir nicht gleich Besuch von der UN kriegen. Problem ist, 700 Tacken pro Charakter sind 2800, eigentlich sind es ja 800, also sind es umgerechnet 3200 Goldstücke, nur dass jeder einen Level 2 Feuerzauber kann, das ist natürlich schon heftig. Auf der anderen Seite, für was anderes will ich mein Geld ausgeben? Ha, wir werden dreimal Feuermagie-Experte brauchen, das alleine wird uns kosten, und zwar nicht wenig, 551 pro, da sind wir also schon wieder bei 1650. Und Essen müssen wir ja noch kaufen. Oh, das wird nicht billig. Do you hear that? It wird nicht billig, no, mein Junge. It's nothing. Haben wir vielleicht irgendwo noch irgendwas übersehen? Irgendeine geheime Einkommensquelle? Irgendwas, was man am Strand ausbuddeln kann? Das meiste Geld, meiner Meinung nach, findet man nämlich in diesen schönen, verbuddelnden Sachen am Boden. Aber, ja, it sieht mau aus. Da liegt nichts rum. Da kommt nichts rüber. Wir werden arm sterben. Something is coming our way. Be ready. Ich frage mich, was er meint, weil hier ist überhaupt gar niemand. Oder was sie meint, weil da wohnt echt keiner hier. Oh, was wir natürlich machen können, ist, wir können die Spinne abwracken, die da drin ist. There are enemies ahead. Oh! And stay down. Und weg ist sie. Vielleicht haben sie ja die gemeint. Wäre ja immerhin theoretisch möglich. Ja, auf der anderen Seite von der Brücke ist natürlich auch nochmal dick Kohle. Aber, da ist natürlich auch viel fein, viel eher. So, Feuerexperte. 1, 2, 3. Wir möchten gern Versorgungsgitter kaufen. Ja, ich weiß, die gibt es nicht umsonst, aber da müssen wir durch. Dann möchten wir natürlich den ganzen Quark verkaufen, den wir nie im Leben brauchen werden. Ja, ich verkaufe jetzt auch Rüstungen und so. Also als Magier sollte man einfach nicht getroffen werden. Ich weiß, das ist jetzt... könnte man besser machen, aber das normale Zeug, das legen wir jetzt einfach erst gar nicht an. Da stehen wir einfach drüber. Ich finde, man muss als Magier auch ein bisschen auf... einfach ein bisschen over the top sein. Ein bisschen Größenwahn muss sein. Vitality. Oh, Brigadier of... Oh, 10 Maximum Mana. Und wir können es natürlich nicht tragen. Nicht tragen, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und eigentlich sollte ich dieses Zeug hier immer kaufen, weil das ist quasi ein Punkt. Das ist ein Punkt Mystimus geschenkt. Something is coming our way. Und welchen Spruch ich eigentlich unbedingt haben muss, ist Sparks, Funken. Warum? Funken ist seit jeher ein sehr, sehr toller Spruch bei Might and Magic. Also wer Might and Magic 4 zum Beispiel gespielt hat, ich glaube bei 3 gab es ihn auch schon, mit Funken. Mit Funken ist man einfach like immer this, gut dabei. So ein bisschen Chain Lightning für Arme. Der Spruch ist einfach, weil der trifft alles im Umkreis, also quasi, ihr kennt ja diese Fallen, ihr tappt rein und aus um euch rum poppt die halbe Armee aus der Versenkung und ihr denkt so, spielen wir jetzt Warhammer 40k und ich habe gerade gegen Creed gekämpft und ein Baneblade taucht hinter einem Scheunentor auf. Nein, aber
Das passiert einfach hier ab und zu mal, dass man komplett umringt ist vom bösen Meer und dann ist der Spruch einfach Gold wert. So, und jetzt gucken wir mal, was die denn im Feuerbereich so anzubieten haben. Den Feuerball, den finde ich natürlich schick. Weil der kostet nur ein bisschen Mana mehr und macht mehr Schaden und natürlich auf alle. Und den Spruch hier, den werden wir früher oder später auch brauchen. Und der Spruch würde uns natürlich sehr helfen, wenn wir gegen später Fallen entschärfen müssen oder, wie sagt man, Geheimnisse aufspüren müssen, die... Ja, Destiny wäre natürlich auch schick. Weil das natürlich unseren Wert erhöht zum... Geheimnisse entschärfen. Geheimnisse finden. Also dieses Zahnrad, die Wurzel oder dieses magische Symbol. Und da wir noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben, würde ich sagen, wir kaufen für jeden noch eine Runde Sparks dazu. Weil Sparks einfach toll ist. Und dann werden wir schon ziemlich Luft ziehen. Ja, reicht gar nicht mal für alle. So hart ist die Welt. So hart ist die Welt. Da können wir aktuell nichts machen, da können wir aktuell nichts machen, da können wir aktuell nichts machen, da können wir nichts machen und hier können wir auch nichts machen. Na, dolle Wurst. Haben wir schon irgendwas? Ja, ein paar haben wir immerhin schon erledigt. Dragons, this place is dull. So, jetzt ist die Frage, Ruf auf den Leuchtturm und Mahamuti plätten, in der Hoffnung, dass wir genügend Feuerkraft zusammenkriegen, um ihn von der Platte zu putzen. Oder erkunden wir den Bereich unten vor uns, versuchen über die Brücke einzugehen und lassen uns von ungefähr gefühlt 20, in Wirklichkeit sind es natürlich nur noch 4, Astralspinnen beißen. Die sind für uns natürlich besonders eklig, weil die fressen Mana. Ja, wenn die dich treffen, dann ist Mana futsch. Und das ist natürlich... Wir sind gerade quasi der Panzer der Might in Magic Welt. Und die klauen Munition bzw. Treibstoff. Das ist doof. Auf der anderen Seite, da drüben liegt natürlich Geld, das wir für noch mehr Sparks brauchen können. Und da drüben liegt natürlich auch... Gegenstände, ein Obelisk, der uns aktuell mal gar nichts bringt, weil die Obelisken bringen erst was, wenn man alle hat. Und die führen auch zu einem Schwert, das wir gar nicht führen können, weil wir überhaupt keine Schwertkämpfer sind. Wir können es höchstens verscherben. Und in Stufe 1 bringt das Ding leider überhaupt gar nichts. Nicht mal die Identifizierungskosten. Ach, wir sind so doof. Who forgot to take a bath? Okay, als allererstes grillen wir dich von der Pfanne. Oh shit. Ist das nicht die wahre Pracht? Und jetzt versuchen wir mal unsere neueste Erwerbung. Das war jetzt eher nicht so beeindruckend. Vielleicht schießen wir doch lieber Einzelfeuer. Okay, tut mir einen Gefallen und legt das da zuerst um. Oh, das ist jetzt nicht wahr, oder? Okay, du. Hauen. Hervorragend. Du. Hauen. Du wegbraten. Und du wegbraten. Du bist ja ein echt widerliches Kerlchen, wenn ich das mal sagen darf. Aber gerade so. Aber gerade so. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt nicht berauschend. Das war nicht beeindruckend, nicht berauschend und nicht erfreulich. Hoffentlich funktioniert das Ding hier. Who forgot to take a bath? I'm voting we make camp. Nee, who's with ganz me? Bestimmt nicht. Jetzt habe ich gerade den Brunnen leer getrunken. Jetzt werden wir bestimmt nicht rasten. Aber kein Stück. Also, rüber über die Brücke und rein ins Vergnügen.
Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? Das ist mir jetzt auch mal gerade egal. Great. I need something to hit. Okay. Wir locken sie auf die Brücke, weil dort kommen sie in einer Reihe und dann können wir sie zusammenschießen. Und jetzt möchte ich aber noch mal wissen, warum unser Feuerball nicht das gemacht hat, wofür ich ihn bezahle. Was natürlich echt blöd wäre, ist, wenn der angegebene Schadenswert beim Feuerball der Gesamtschadenswert auf alle Gegner ist. So, das werden wir jetzt rausfinden. Wir tauschen mal den Feuerball hier dagegen. Den Feuerball hier dagegen, weil Health Potions, also hier Lebenspunkte Potions, sollten wir eigentlich gar keine nehmen müssen, wenn alles nach Plan läuft. Okay, to each of them. Wir haben also die Wahl, das hier geht von... Ah, okay, der Feuerball macht natürlich deutlich mehr Schaden. Und er hat eine bessere Reichweite. Also feuern wir erst eine Runde Feuerball. Okay, die werden wir im normalen Nahkampf töten, um ein bisschen Mana sparen zu arbeiten. Man muss ja auch an seinen Mana denken. Okay. Die kommen jetzt auch wieder an. Können wir die auch irgendwie... Natürlich nicht. Das wäre natürlich auch ein Spaß gewesen, wenn wir einmal im Leben so ein Ding hätten einfach so töten können. So, jetzt ist die Frage, wie töten wir das Ding? Wir haben nur eine Methode, wir müssen Potions trinken. Potions trinken, Potions trinken, Potions trinken. Aus Gründen, die keiner kennt, doch funktioniert. So, die zieht jetzt nur noch Luft. Feuerball. Und gemacht. Something is coming our way. Be ready. Jetzt werden wir rasten. Wait. Do you hear that? So, in der nicht unbegründeten Hoffnung. It's nothing. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? In der nicht unbegründeten Hoffnung, dass hier Schätze rumliegen, die uns helfen werden, unsere Rechnungen zu bezahlen. Das hier hilft übrigens gegen Schattenmagie. Das ist insofern ganz hilfreich, indem in dieser Höhle gleich um die Ecke ein Schattendrache wohnt. Und ja, der ist so hässlich, wie er klingt. Der macht Leute platt, dass es eine Freude ist. Die Schattentänzer haben jetzt nicht so das Problem mit ihm gehabt. Sehr schön, sehr schön. Da freut sich die Staatskasse. Da kommt was rein. Da kann ich reden. Oh, das sieht nach einer Falle aus. Wenn ich mich recht erinnere, wenn wir diese Truhe... Ups, eins zu weit. Wenn wir diese Truhe hier um die Ecke nehmen, dann werden wir wieder von Feinden umlagert. Auf der anderen Seite sind es nur Erfahrungspunkte-Lieferanten. Außerdem können wir ja unseren neuen Sparks-Spruch mal ausprobieren, also unseren Funkenflug. Wofür haben wir das Ding? Hooray! I'm no expert, but this looks valuable. Okay, entgegen meiner Einschätzung kein Überfall, aber vielleicht haben wir ein Amulett gefunden, das uns glücklich macht. Natürlich nicht. Das hilft beim zweihändigen Kampf. Ein Skill, den wir nicht einmal lernen können. Nicht mal in der Theorie. Also quasi so gar nicht. We're here to help. Noch mehr Geld. Das Einzige, was ich besser finde als Geld, ist noch mehr Geld.
So, das Ding hier habe ich im Leben noch nicht ausprobiert. Wenn man am richtigen Tag hier betet, dann kriegt man wohl irgendwas. In den alten Might and Magic Serien hat man für den Zirkus, für die Zirkus-Quest den genauen Tag gebraucht. Weil nur dann hat man quasi die Zirkus-Quest beenden können, wenn man zum richtigen Tag am richtigen Ort war. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? Wer es nicht gespielt hat und mit Grafik keine Probleme hat, dem empfehle ich wärmstens Might and Magic 2, ein sehr, sehr altes Spiel. Ich habe es noch auf dem C64er gespielt, so mich mein Gedächtnis nicht trübt. Und das war ein wundervolles Spiel, ein wundervolles Spiel. Ja, die Grafik war fürchterlich und der Sound war gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Aber trotzdem tolles Spiel, sehr, sehr tolles Spiel. Oldschool und wundervoll. Riesengroß, riesengroß. Manchmal hatte man den Eindruck, dass ein Dungeon größer war als hier das ganze Spiel. Diese Welt war wirklich, wirklich riesig und es gab bergeweise Dungeons. Und es gab 5 Städte, so ich nicht irre. Und jede Stadt hatte einen Dungeon. Bei Might and Magic 3 hatte dann auch jede Stadt einen Dungeon. Bei Might and Magic 4 bin ich nicht mehr sicher, 4 und 5, ob jede Stadt einen Dungeon hatte. Ich denke, nein. I wonder what happened to the ancient Chantiris. Und du brauchst dich nicht wundern, was mit den Chantiris passiert hat. Das interessiert nämlich gerade überhaupt gar niemand. Die Frage ist, ob die Leute interessiert, was ich sage, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Might and Magic 2, tolle Wurst. Might and Magic 3, noch tollere Wurst. Might and Magic 4 und 5 zusammen haben World of Xeen ergeben. Das erste Mal, dass quasi 2 Spiele zusammengeschmiedet werden konnten zu einem. Fand ich unglaublich toll. Und ab da wurde es dann, ja, ich sage nicht schlecht, aber es wurde anders. Also World of Xeen war einfach noch Something is coming our way. Ganz Be ready. Was denn das? Oh. Jetzt kommt doch da tatsächlich noch einer an. Der sich aber irgendwie nicht bewegt. Kein Mensch. There are enemies ahead. Oh, hier kommen sie. Niemand nach. Wird sie einmal schießen? Oh. Netter Versuch. Und wir schießen und fertig ist die Lage. So, das ist weiß. Yes! Perception, ausgezeichnet, denn ich glaube, du bist die Perception-Frau. Ja, sehr schön, haben wir gut gemacht. So, und jetzt kommt der interessante Teil, weil ich denke, dass hier oben eine relativ gefährliche Falle ist, insofern, als dass, wenn wir die aktivieren, hier eine ganze Armee aufschlägt. Und das Aktivieren wird auch nicht so einfach. Oh, es wird einfacher, als ich dachte. So, das kannst du gleich mal identifizieren, weil vielleicht haben wir ja Glück. Ja, war ja klar. Warum kann ich keinen Ring der Feuermagie finden? Das wäre doch mal wirklich, das wäre so toll. Das ließe sich gar nicht in Worte fassen. Und das fasse ich erst gar nicht an. Ich weiß, es gibt ein bisschen Resistenz, aber ganz ehrlich, 1%, ja, das sind immer Prozentwerte, müsst ihr euch vorstellen. Hier 1% gegen alle magischen Schulen, da mache ich mir nicht mehr die Füße nass. Ja, das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch nicht. So, und jetzt geht der Ärger los. Was wir vorhaben, ist einfach. Wir ziehen uns zurück und lassen das Pack kommen. Und jetzt braten wir sie einfach von der Platte so gut wie wir können. Und es wäre natürlich von unglaublicher Bedeutung, wow, dass wir den richtigen wegbraten, nämlich den da, wenn wir ihn irgendwie zu fassen kriegen. Wenn einer von euch eine Idee hat, wie man die richtig anklickt, das fände ich toll. Weil jetzt braten wir nämlich gerade den falschen weg. Aber offensichtlich können wir den anderen irgendwie nicht auswählen. Egal wo ich hinklicke, da läuft einfach gar nichts. Also, wenn einer von euch eine Idee hat, ich fände es klasse. So. Und sind wir jetzt dran? Hervorragend. Dann stirbt er nämlich als nächster. Du wirst einen Trank einnehmen. Die Frage ist,
Wie empfindlich sind unsere Freunde hier auf Sparks? Versuchen wir es doch einfach stay mal. Down. Okay, dagegen haben sie offensichtlich keine Verteidigung. Das ist gut zu wissen. So, können wir diesen hier töten, ohne zu rasten, um unsere Ressourcen ein wenig zu schonen? Das war natürlich richtig doof. Du fährst mal die Schilde hoch. Wie viel Mana hast du noch übrig? 12. Das reicht natürlich nirgendwo hin, richtig? Richtig. Das haben wir ja schön versaut. Okay, einnehmen, einnehmen. Einnehmen. Kannst du heilen? Ja, kannst du. So tust du das. Kannst du den da wegbraten? Oh, du könntest den anderen gleich mit anbraten. Zum günstigen Preis. Natürlich nicht. No! It can't be! Immerhin ist er jetzt daran eingegangen, mit dem Nachteil, dass wir keine Erfahrungspunkte gekriegt haben. So ein Quark. Okay, frittieren. Frittiert den Mann. And stay down! Das ist jetzt natürlich wirklich blöd. Aber es geht noch, weil sie hat ja Erfahrungspunkte bekommen für das extra Entschärfen von Fallen. Das heißt, es gibt quasi kein Hintertreffen, sondern wir sind noch gleich auf. Something is coming our way. Ja, be ready. Irgendwas kommt in unsere Richtung, das ist uns aber mal gerade recht, weil egal was es ist, there are enemies ahead. Es wird frittiert. Nett, aber nutzlos. Ach, was soll's, leg's um. So, hier geht's zu Mahamushi. Wir werden jetzt erst noch hier drauf tappen. Und dann kommt auch schon der nächste Kandidat. Sind wahrscheinlich auch wieder Priesterinnen. Denn wir sind Priester des Todes und beten für Krieg. Na kommt schon. Kommt schon. Du fährst mal die Schilde hoch. Thanks. So, die werden näher kommen, keine Frage. Schade, dass der Schild dann nur noch eine Runde hält, aber so wie ich die Mittels hier kenne, werden die den Schild sowieso in einer Runde komplett abfackeln. Ja. And stay down. I don't have the strength to do that. Okay, das ist schlecht. Stay down. Du nimmst mal eine davon, du nimmst eine davon, du nimmst eine davon und du bleibst wie du bist. So. Die hat ihren Schild hochgefahren, das ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Wenn du die hier normal haust, machst du auch ganz gut Schaden. Sehr schön. Oh, shit. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es sogar gut geschafft. So, und jetzt ist die alles entscheidende Frage. Können wir den Mahamushi erledigen? Da rasten wir natürlich vorher.
Und dann würde ich sagen, um euch jetzt Schlimmeres zu ersparen, weil ich nicht weiß, ob wir ihn gleich beim ersten Mal fertig kriegen, und um euch ewiges Laden zu ersparen, werde ich jetzt einfach das Let's Play an dieser Stelle beenden und wir sehen uns wieder quasi mit dem Video, wo ich ihm die Haut abziehe. Oder sage, wir kommen hier nicht weiter und wir müssen zuerst in das Diebesverlies. Als dann, bis dann. Tschüss.